Die Sarah schrieb mir gerade, Alden, Giebel läuft gerade wieder am Ladogasee. An der Stelle, wo regelmäßig die Trophys reinballern. Tja, das testen wir doch mal. Also, es zubbelt und es zubbelt. Und die ersten Fischis gehen rein. Und das sieht ja katastrophal aus. Wenn nicht schon die erste Trophy drin ist. Also, dann wäre das jetzt ja richtig, richtig schlecht. Erste Mal ausgeworfen. 2 Kilo Fisch ist schon da. Zack, direkt wieder raus. So langsam füllt sich der Spot mit Futtermische. Und es fängt an zu bimmeln. Ob das Wetter jetzt gut ist für Giebel oder nicht, wir werden sehen. Gerade frisch angefangen zu regnen. Gucken wir mal, inwieweit das jetzt beeinflusst und was hier passiert. Aber was man sagen kann, die Giebel sind auf jeden Fall schon einmal da. Das ist doch schon mal gut. Und deswegen testen wir hier einfach, ob das nicht lüppt. Also ganz simpel vor allem, völlig einfacher Köder mit Honigteig hat sie geschrieben und mit normaler Futtermische. Wie es so ist, das erste, was ich mache, ist natürlich wieder dran rumtüdeln. Also das erste, was ich gemacht habe, ist Futtermische zusammengemixt mit den Komponenten, die wir auch auf den Routen hier haben. Und das ist Honigteig. Honigteig. Einfach nur simpler. The one and the only. Der beste Teig im Game. Der Honigteig. Und der soll wohl wieder rocken. Und ich bin übelst gespannt, ob hier noch ein bisschen mehr geht. Und was jetzt geht. Also, keine Minute hier oder knapp eine Minute. Und die ersten Brocken gehen rein. Die ersten Futtermischen drin sind drin. Und jetzt kann es losgehen. Ja, 8 Uhr morgens, ja, alle 3 Routen zuppeln. Jetzt ist langsam die Frage, sind hier die Trophys wieder hot oder läuft hier vielleicht auch noch was anderes? Auch das kann man natürlich gut testen. Oh yeah, Baby. Auch das kann man natürlich gut testen. Vielleicht einfach mal mit Honigboilies oder zuletzt war es ja hier auch wieder mit Sahne. Auch eine Möglichkeit. Nächster Giebel. Das sieht auch gut aus und der hatte Bock. Also komm ran hier. 2,1 Kilo Trophy. Eieiei, wir steigern uns. Es ist noch Potenzial. Es ist noch Potenzial. Da geht noch was. Da gucken wir doch mal, wie sich das hier entwickelt und was da noch passiert. Vorhin im Livestream noch so parallel, so halb im Chat gelesen, da hatte die Sarah schon einen Giebel gezogen mit über 3 Kilo. 3,2 Kilo ist Super Trophy. Also durchaus wieder mal die Chance, hier an der Stelle auf Super Trophy zu gehen. Vielleicht ballern sie ja rein. Vielleicht ballern sie rein. Ich würde allerdings, jetzt habe ich hier natürlich sofort von vornherein mit Futtermischer angefangen, ich würde allerdings erstmal komplett ohne Futtermische starten. Nur Honigteig rein, komplett basic. Auf Setup gucken wir uns gleich an. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Also wie gesagt, basic Honigteig, keine Futtermische. Ich habe hier einen Clip. Das Leben ist gerettet, alles ist wieder schön. Ihr habt einen Clip. Wir haben einen Clip. Clip. Ich habe einfach mal auf 10 Meter geklippt. Ich hoffe, es hilft. 10 Meter Clip. Weil wir verwenden ja eine Futtermische, deswegen wollen wir immer an die gleiche Stelle werfen. Deswegen den Clip. Also, 10 Meter Clip. Und jetzt die Frage, läuft das Ganze auch ohne Futtermische? Danach die nächste Frage, die bin ich jetzt quasi übergangen, die ersten 2 Fragen. Kannst du ja gerne mal testen und gerne auch in die Kommentare schreiben. Läuft ohne Futtermische? B. Läuft mit normaler Futtermische? Das ist die nächste Frage. Die ganz normale, super simple Giebel- und Karauschen-Futtermische. Absolut simpel. Da ist quasi nichts Besonderes drin. Bäm. Und
Dann ist natürlich die nächste Frage, läuft die Futtermische, die ich hier gerade verwende? Das ist dann die dritte Frage, läuft die auch bei dir? Und dafür gucken wir uns natürlich jetzt gleich, ne, das gesamte Setup hier nochmal eben an und schauen, wie das Ganze hier aussieht. Also, so simpel aufgebaut. Mit nur 6,4 Kilo. Also nichts hier mit 30 Kilo. Gar nicht hingucken. Da gucken wir hin. 6,4 Kilo. Also komplett simpel, fein und leicht. Ob man sich hier mit dem Feederset Start hinstellt, vielleicht ein bisschen klein oder mit Winkelpicker oder. Irgendwas in dem Bereich, was Kleines, Feines oder mit etwas größeren Fiederruten, dann läuft das. Oder mit den Karpfenruten, klar. Easy. Also, Einserhaken, Honigteig, raus damit auf 10 Meter. Und jetzt kommen wir zur Futtermische. Die besteht aus den ganzen Komponenten, die wir jetzt auch am Spot haben. Normale Basis Giebel- und Karauschen-Futtermische besteht aus Biskuit, Hirsebrei und einem neutralen Aroma. Neutrales Aroma, das ist das Öl, das hat überhaupt keine Auswirkung sozusagen von der Aromatik. Also haben wir quasi nur Biskuit als Basis und Hirsebrei. Und das habe ich jetzt nochmal kombiniert mit Honig, Berghonig Feed Pellets, nochmal Biskuit und jetzt haben wir Weizenmehl und Honig. Das sind die Komponenten, die jetzt schon als Köder mit drin sind und das findet sich eben jetzt komplett alles hier im Bällchen. So sieht die Futtermische aus. Zack, zack, zack. Einser Haken, wie gesagt, und dann auf 10 Meter raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, welche von diesen Kombinationen läuft am besten? Was bringt am meisten Trophies? Wann gehen die Trophies am besten rein? Das ist natürlich auch mal wichtig. Zu welchen Witterungs... Ach du Schande, ist ja die nächsten Tage hier verregnet. Aber bei welchem Wetter laufen sie am besten? Rein vom Gefühl her würde ich sagen, ab bei Sonnenschein und ruhig ein bisschen wärmere Temperaturen. Da ist es häufig so, dass so süßliche Geschmäcker eigentlich immer ganz gut funktionieren. Von daher würde ich es, glaube ich, eher bei warmen Temperaturen testen. Vielleicht so um die 20 Grad oder so. Und im Idealfall vielleicht noch Sonnenschein. Und dann gucken, ob da noch ein bisschen was geht. Ja, wer es noch nicht erkannt hat, wo wir hier sind. Am Ladoga, direkt an der Base. Hier sind die Boote. Und wir stehen quasi direkt am Anleger in der Base. Also, ganz, ganz simpler Spot. Einfach nur hier kurz runter, 10 Meter rauswerfen. Aufpassen, dieses Tor, diese Tür hat eine große Hitbox sozusagen. Also nicht zu nah da dran, weil die Fische dahinter manchmal verhaken. Lieber so ein bisschen weiter links. Und dann werfen wir hier zu diesen Blumen in diesem Bereich direkt davor, 10 Meter und dann geht es los hier mit dem Giebel. Tja, so viel dazu. Ich glaube, der Spot ist mehr als bekannt, funktioniert immer mal wieder. Alle paar Wochen lübt es hier. Also, deine Chance hier, Trophies rauszuziehen. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Zack. Raus damit. Ich ziehe hier die nächsten. Das ist wahrscheinlich die nächste Trophy. Petri ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal. Und nochmal eine Steigerung.